wie ihr sehen könnt, sind wir noch im Hotel und packen gerade unsere Sachen. Für uns geht es jetzt gleich in die Nürnberger Innenstadt. Wir haben den ganzen Tag Zeit und wollen alles Mögliche erkunden. Wir sind schon gespannt und nehmen euch jetzt mit. Direkt hinter dem Nürnberger Königstor beginnt eine Reise in die Vergangenheit. Typische Nürnberger Erzeugnisse werden hier feilgeboten und präsentiert in einer wunderschönen traditionellen Fachwerkarchitektur. Vielen baulichen und gastronomischen Highlights entlang durchlaufen wir die Nürnberger Innenstadt und erklimmen dann den Weg hoch zur Burg, von der man einen herrlichen Ausblick über die gesamte Altstadt hat. Auch ohne Eintritt zu zahlen bekommt man einen recht genauen Einblick in die Ecken der Kaiserburg. Auch schon gesehen haben.
Am Albrecht-Dürer-Haus vorbei, durch die Weißgerbergasse, spazieren wir wieder hinunter an die Pegnitz mit den drei Brücken Kettensteg, Maxbrücke und Henkersteg. Ist man in Nürnberg zu Gast, so darf auch nicht ein Blick in die Geschichte fehlen. Am ehemaligen Reichsparteitaggelände wird einem deutlich, in welcher Dimension während des Nationalsozialismus gedacht wurde. Trotz dieses eindrücklichen Abschlusses ein außerordentlich schönes Wochenende in einer besonderen Stadt.